Das ist Frau Sommer. Sie arbeitet in der zentralen IT-Beschaffungsstelle Berlin. Das heißt, sie kauft Produkte wie PCs, Drucker oder Server für die verschiedenen Bezirksämter und andere Verwaltungen. Wenn sie morgens ins Büro kommt, schaut sie kurz in die aktuelle Zeitung. Shenzhen. Wieder hat sich eine junge Frau, die für den IT-Zulieferer Fox IT arbeitet, das Leben genommen. Frau Sommer hat schon hin und wieder von den schlechten Arbeitsbedingungen in den chinesischen Fabriken gehört. Doch warum stürzen sich sogar Arbeiterinnen in den Tod? IT-Produkte werden rund um den Globus produziert. Markenunternehmen wie beispielsweise Dell, Samsung oder Apple haben ihre Produktion weitestgehend an sogenannte Kontraktfertiger ausgelagert. Diese wiederum beziehen die einzelnen Bauteile von einer Vielzahl von Sublieferanten. Die Kontraktfertiger unterbieten sich im Preis gegenseitig, um möglichst viele Aufträge zu bekommen. Und das auf Kosten der Arbeiterinnen und Arbeiter. In den Fabriken von Fox IT arbeiten vor allem junge Frauen. Jede von ihnen baut einzelne Komponenten zusammen. Sie tragen oft keine Schutzkleidung, obwohl sie mit giftigen Chemikalien in Kontakt kommen. Damit sie effektiver arbeiten und sich nicht gewerkschaftlich organisieren, ist das Reden verboten. Ein Aufseher überwacht die Produktion. Die Arbeiterinnen sind meistens nicht krankenversichert und haben auch keinen Arbeitsvertrag, mit dem sie ihre Rechte einfordern können. Viele von ihnen haben ihre Kinder bei den Großeltern auf dem Land zurückgelassen und sehen sie nur ein-, zweimal im Jahr. Die Frauen arbeiten in der Stadt, um ihnen regelmäßig Geld zu senden. Nur mit Überstunden, die an der Tagesordnung sind, reicht der Lohn halbwegs zum Leben. Aus Verzweiflung, Protest oder wegen Krankheit gibt es immer wieder Fälle, in denen Arbeiterinnen Selbstmord begehen. Frau Sommer ist schockiert. Sie kauft diese riesigen Mengen an IT-Produkten ein, die unter solch ungerechten Bedingungen rund um den Globus hergestellt werden. Doch was kann sie dagegen tun? Sie liest weiter auf der Webseite von Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung. Der Verein unterstützt Beschaffungsstellen bei der Forderung sozialer Kriterien in öffentlichen Ausschreibungen. Seit der Gesetzesreform 2016 sind soziale Kriterien als Vergabegrundsatz anerkannt und auch ihr Bezug zum Auftrag wird nicht mehr in Frage gestellt. Frau Sommer kann die Kriterien an verschiedenen Stellen des Vergabeverfahrens fordern, in der Leistungsbeschreibung, den Zuschlagskriterien oder in den Ausführungsbedingungen. Zunächst sollte sie die Einhaltung der sogenannten ILO-Kernarbeitsnormen fordern. Diese beinhalten unter anderem das Verbot von Zwangs- oder Kinderarbeit und Diskriminierung. Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen müssen hingegen erlaubt sein. Darüber hinaus sollte Frau Sommer auch Sozialstandards wie Arbeits- und Gesundheitsschutz oder die Zahlung von Mindestlöhnen einbeziehen. Ob diese Standards auch eingehalten werden, kann Frau Sommer auf verschiedene Weise überprüfen. Eine Möglichkeit sind Siegel. Sie garantieren die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen und weiterer Sozialstandards bei der Endmontage bestimmter IT-Produkte. Gängige Siegel sind TCO Certified, das EU-Eco-Label, der Blaue Engel und EPEAT. Im Voraus sollte Frau Sommer recherchieren, welches Siegel am besten für das zu beschaffende Produkt geeignet ist. Informationen dazu findet sie im Kompass Nachhaltigkeit. Eine andere Möglichkeit ist die Forderung eines Konzepts mit zielführenden Maßnahmen. Es wird bei der Angebotsabgabe von den Bietern vorgelegt und die Einhaltung kann dann direkt oder in regelmäßigen Abständen nach der Zuschlagserteilung überprüft werden. Vergabestellen können außerdem Mitglied bei der Organisation Electronics Watch werden. Sie unterstützt zunächst bei der Ausschreibung und kontrolliert dann die Einhaltung der geforderten Standards. In Berlin kann sich Frau Sommer auch kostenfrei an die sogenannte Kontrollgruppe wenden. Diese kontrolliert, ob die vom Vertragspartner zugesicherten Standards eingehalten werden. Außerdem beantwortet sie offene Fragen rund um das Vergaberecht. Wow, so viele Möglichkeiten! Ausführlichere Informationen findet Frau Sommer im interaktiven Handbuch IT-Beschaffung von Weed. Gern berät der Verein sie auch kostenfrei dazu.